So, willkommen zurück zu Zelda 1. Den Hard Mode. So. Der zweite Dungeon ist auch geschafft. Das heißt, wir gehen uns jetzt auf dem Weg zum dritten. Normalerweise, aber wir haben. Ich habe beim letzten Mal was übersehen. Das heißt, wir dürfen das Übersehene erst mal holen. Aber das ist ja zum Glück kein Problem mehr, denn wir haben jetzt das Kraftarmband. Damit können wir uns nämlich auch warpen. Und zwar hier. Verschieben wir den Stein und dann haben wir hier eine Treppe. Und dann können wir uns irgendwohin auf die Karte teleportieren. Und instant den richtigen Weg gewählt. Wunderbar. So. Rüsten die Flöte aus. Gehen in die Tür rein und holen uns den nächsten Herzcontainer. So. Machen wir uns auf den Weg zu. Wenn ich jetzt hier landet. Dungeon 2. Es wird doch langsam mit dem Spiel. Dungeon 2 ist da, bevor Dungeon 3 war. Mit Dungeon 3 ist da, wo. Ich weiß es nicht mehr. Dungeon 3 ist immer noch da, wo er vorher war, sagen wir es so. So war es, glaube ich. Hier war auch noch ein Secret, oder? Zumindest original war hier ein Secret. Ne, nicht mehr. Er war noch nicht richtig getroffen. So schon gar nicht. Okay, das Ziegel tippt nicht mehr. Okay, wo ist eine alte Dame, die den Tränke verkauft? Hier, genau, hier müssen wir hin. An den gefährlichen Octoroks vorbei. Ne, hier ist Level 2 früher gewesen. Und jetzt ist Level 3 hier, so war das. So, ja, stimmt, so war das. Genau, hier ist jetzt nämlich so eine Quelle und mit der Flöte können wir, warum auch immer, Flüsse austrocknen. So, Level 3. Mal sehen, welche Buchstaben wir jetzt haben. Doch eine schöne Farbe, finde ich.
Gut, Bomben sind immer gut. Man weiß nie, wann der Dongo wieder kommt. Dementsprechend lassen wir dann auch nachher bestimmt mehrere kommen. So, wir haben einen Schlüssel, also können wir ruhig ein bisschen verschwenderisch sein. Und gehen mal weiter. Ja, was habe ich gesagt mit der Dongo? Gleich drei auf einmal und jeder wird zwei Bomben haben. Das heißt, sechs Bomben, ade. Der erste ist erledigt. Und da ich eine Bombe verkackt, wunderbar. What the fuck? War das aber schon der Boss? Oder warum habe ich jetzt einen Herzcontainer gekriegt? Hä? Was los? Mann. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ach du Scheiße, hier sind wir. Und guckt mal, wo das Dreifuss-Fragment ist. Na gut. Warum auch immer wir jetzt einen Herzcontainer gekriegt haben. Mit den Schlangen oder so, warum backen die so rum? Ach, wir wieder Bomben, wunderbar. Gib mir die Karte. Ein L ist es. Oder Punkt? Ich weiß es nicht. L und da oben ist ein Punkt. Was ist das halt? Gerne den Trank einsetzen, aber es bleibt mir wohl nicht anders übrig. So, einmal eine Komplettheilung bitte. Schlüssel, wunderbar. Und hier brauchen wir jetzt das Fleisch. Wambe, Wambe. Ist und sei ruhig. Gut. Da muss ich sagen, ist dann schon echt leicht. Und uns fehlt ja auch noch. Achso, ja, hier ist ein schönes Dungeon-Item. Spricht für die Verzweiflung aus, wo wir lang müssen. Oder waren wir schon überall? Ja, wir waren schon überall.
Gut. Das heißt, ich muss mich irgendwo durchspringen. Hat mir gesagt, ich muss auf jeden Fall das Fleisch kaufen. Aber was hat doch bloß diesen scheiß Bumerang hier eingebracht? Und da habe ich das ziemlich richtig getroffen. Ich hoffe, die Aufnahme kackt jetzt nicht ab. Das wäre jetzt äußerst schlecht. Okay. So. Das war also doch vollkommen für den Arsch, die Bumerang zu holen. Denn wir bräuchten dann die Rettung, was war wirklich schon der Endboss dieses Dungeons. Dann müssen wir hier hin. What the fuck? Es wird einfach neu. Wunderbar. Und so müssen wir hier einen Stein wegschieben. Einfach mal alle durchprobieren. Und da war er schön. Hätte man eventuell drauf kommen können. Das Dungeon war echt sehr, sehr angenehm. Hier war gar nichts. Ich weiß nicht, was das jetzt war für ein Dungeon, aber ich habe auf jeden Fall einen Trank verschwendet. Für diesen komischen Dungeon hier, der absolut gar nichts war. Hoffe, dass die anderen genauso werden. Für den nächsten Part, wenn wir uns zu Level 4 aufmachen. Bis gleich!